Rätsellevel bisher machbar. So sieht's aus. Wo ist meine Schaufel? Where are we? Schaufel! Hey, dann nimmt er extra die Schaufel mit und dann... Das hatte ich auch früher gehabt. So zumindest... wo ist die Schnur? Ich will das hinterherziehen. Ding, 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 ding. Hat immer Spaß gemacht. Okay. Also jetzt... Aktuell wird noch alles beleuchtet. Und aktuell ist auch noch nichts so Großes mit Hide and Seek. Und auch zum Glück... Na, ich will es nicht beschreien. Nicht ganz so rätselhaft. Yes. Hey, kann ich jetzt hier wieder runter? Ja. Okay. Neuer Playpark. Oder? Oh, Rutsche. Yay. Is there a way up this tower? Ja, das kriegen wir doch hin, oder? Ich habe jetzt einen guten Use. Was kann ich jetzt mitmachen? Lol. Okay, ich kann die da drin einsetzen. Ach, ich brauche die als Gegengewicht. Na, dann muss ich erstmal auf die Suche gehen nach weiteren Eulen. Man weiß ja nie. Noch eine Eule gefunden. Eule. Du, Kleiner. Wer auch immer da draußen ist. Warum kann ich... Hä? Shh. We should be careful. Okay. Warum? Also ich habe bis dato nie eine Gefahr gesehen. Bis auf den schwarzen Geist. Der aber bis dato nichts gemacht hat. Was ich auch völlig in Ordnung finde. So, kann ich jetzt hier rauf? Und rüberklettern? Maybe? Geht das? Nope. Okay. Also wir brauchen noch weiterhin 3 Eulen. Ah, Eule, 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 Eule. Ja, nee, ist klar. Kann ich das auch einfach zumachen? Nee. Ich muss jetzt da runter? Okay. We're trapped! Das sind wir ja nicht, weil es gibt doch hier vorne, guck mal hier, hier gibt's doch einen Ausgang. Ne, Teddy, ist, wir sind doch zu zweit. This place creeps me out. I hope your mother is okay. Ja, Mutti macht es schon. Oder? Aber wir dafür nicht. Wir sind runtergefallen. Ja, continue the story, please. Bin ich wirklich vom Brett da runtergerutscht? Ja, ist ja, also... What an Anfänger-Failure. Aber wir haben dafür die Trophy. Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt respawned? Respawn? Okay. Ich gehe jetzt einfach mal den Weg lang. Ja, genau. Hier sind wir runtergefallen gerade. Okay, okay. Cool, 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 cool. Das sieht nicht so cool aus. Take it. Okay, hier kommen wir jetzt wieder raus. Die Steuerung ist aber auch... So, manchmal mühselig. Kann ich das jetzt auch wieder zumachen? Damit, falls was kommt, mich nicht verfolgt. Hallo? Okay. Wir haben doch jetzt, also, ne, jetzt haben wir noch eine weitere gefunden. Ah, jetzt bräuchten wir noch 2. Okay, hier ist ein Stein. Da ist aber auf jeden Fall noch eine Eule. Nimm den Stein. Kann ich nicht wegnehmen. Verdammt. Das geht?
Okay, es geht nicht. Aber das ist bestimmt, wenn ich mich hier raufstelle. Kann ich doch bestimmt. Okay, das Rätsel ging auch noch. Easy. Okay. Wir haben ein Problem mit der. Die Truhe zu öffnen? Ja! Und wir haben hier noch so ein. Was? Bitte was? Was war das? Warum bewegst du dich auf einmal? Und jetzt bleibst du stehen. Okay. Wir gehen mal hier oben, weil wir brauchen noch eine Eule. Eine Eule. Und dann können wir auf die Wippe. Dass der dauernd hinfällt, nur weil er ein bisschen splintert. Es hört sich gerade nicht so gut an. Muss ich mich jetzt verstecken oder wie sieht's aus? Hier rüber? Nee. Hier rüber? Kann ich? Oh nee, da ist ja die Eule. Ich bitte. Okay. Okay. Wir haben jetzt alle drei. Drei Sachen. Hier sind Fußabdrücke. Die zeigen ganz klar woanders hin, wo ich nicht hingehe. Gut, ich bin weg. Tschüss. Ich gehe jetzt hier hoch auf den Turm und eine Runde klettern. Hör doch mal auf, immer hinzufahren. Ich erschrecke mich jedes Mal. Das ist doch unmöglich. So. Nee. Jetzt haben wir doch Gewicht genug, oder? Jetzt kann ich doch hier bestimmt hier hoch. Ja, ja, ja. Und können jetzt hier hochklettern. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was war da denn für Geräusch gerade? Hä? Okay. Man muss auch dazu denken, dieses Spiel ist ja eigentlich ab, ich glaube, 6 Jahre oder so. Jetzt ernsthaft? Oder? Also, täusche ich mich da jetzt gerade? Es kann auch sein, dass ich mich täusche. Aber ich glaube nicht, dass das FSK 16 oder 18 hat. Ich meine, bis jetzt ist ja auch noch nichts Böses passiert, aber meine Güte. Die Anspannung ist auf jeden Fall da und ich würde so ein, ich sag jetzt mal, 6 bis 8 Jährigen das Spiel nicht unbedingt spielen lassen wollen. Do you want to hear the melody again? All right, yeah. One more time. Das then it's time for bed. Die 6 fände ich das schon creepy. Ja, ich auch. Zumindest nicht alleine spielen lassen. Spiele sollte man, glaube ich, mit den Kiddies sowieso immer gemeinsam spielen, falls da Fragen aufkommen. So. Sollte man das, glaube ich, immer in Erwägung ziehen. Okay, Spieluhr. Mami, wir nehmen uns jetzt die Spieluhr. Okay. Oh, cool. Diese Regenbogendinger, ja. Können wir hier so eine Melodie machen? Kann ich auch wieder zurück? Und mal. Ich entfall. Oh, finally. We must be getting closer. Ich weiß, warum. Wie getting closer? Zu was? Und wohin wollen wir? Warum sind wir hier überhaupt? Getting closer. Sag da einfach so. We made it back. We made it. Okay. Cool.
Ach, jetzt muss ich das Ding... Hä? Nee. Hä? Muss ich jetzt das nochmal da reinpacken? Komm her, Teddy. Und streichel. Wir träumen und wir wollen zu Mami, denke ich. Ja, also, glaube ich auch. Oh. Aber warum sind wir jetzt wieder an demselben Haus? Ich meine, okay, wir haben... Find a way to safety. Find a way out of this mess. Ich meine, wir haben jetzt ja wieder die Spieluhr als Trophäe, ne? Die haben wir ja hier wieder drin, ne? Und ich gehe mal davon aus, wir müssen jetzt wieder in diesen Ofen packen. Damit sich wieder ein weiteres... She must be so worried about you. ...Gate öffnet. Und wir müssen uns wahrscheinlich... Don't be afraid. ...insgesamt viermal. You and me will work this all out. Together. Ja. Together. Zusammen sind wir stark. So sieht's aus. So, Spieluhr, rein in den Ofen. Okay, das hat mich ein bisschen erschrocken. Und? Hallo? Weiter drehen. Also mit Mausnummer ist das echt gerade das Drehen nicht so einfach. Sounds clearer now, don't you think? Wir drücken wieder gemeinsam. Auf zum nächsten Level. No time to lose. No time to lose. Ich merke schon, Teddy möchte Speedrun-mäßig hier durchrushen. Er möchte, dass wir ganz schnell aus unserem Traum hier wieder erwachen, um zu Mami zu kommen. Das hört sich übrigens extrem creepy an. Speedkrabbeln, ja. Okay. Wo sind wir jetzt wieder? Hier wächst einfach ein Baum? Ist das richtig? Okay. What is this place? I think we should keep quiet. Okay. Ja, quiet. Vor allem wachsen hier Bäume. Achso, ja, mit Teddy kann ich ja nicht sprinten. Okay. Ich vergesse es jedes Mal, dass wenn ich Teddy in den Armen habe, dass wir ja dann nicht sprinten können. Lol. Was ist jetzt hier? Those floaty things. They look like memories. Maybe the next one is behind those roots. Okay, na dann klettern wir doch hier einfach rüber, oder? Oder auch nicht. Oh, guck mal, Puzzle. Mir fehlen Puzzleteile. Müssen wir hier irgendwo ran? Also, muss ich jetzt hier ran, um da... Oh, aber ist doch kein Puzzle... Ach, hier? Ist ein Puzzlestück. Where does this one go? Over here? Okay, wir haben ein Puzzlestück gefunden. Ich gehe von aus, da gibt es noch weitere. Hallo. Okay. So, wo ist... Ist da noch ein Puzzle? Nee, da ist keins. Wo könnte jetzt noch ein Puzzleteil sein? Warum höre ich jetzt gerade auf einmal keine Musik mehr? Ah, okay. Es gibt aber noch Ingame-Geräusche. Und wir kommen nicht mehr zurück. Yay! Das ist ja hervorragend. War genau das, was wir erreichen wollten. Weil wir brauchen ja nicht das Puzzleteil. Aber wir werden bestimmt wieder zurückkommen zum Puzzleteil. Rauf. Nein. Mach doch. Jetzt. Okay. Ich kann sagen, ey, so.
ein Puzzleteil gefunden. Okay, die Mami sagt uns schon mal, dass dieses Stück in eine Ecke muss. Finde ich okay. Flup. Wo geht, wie, wo, wie, hä? Geht's jetzt hier weiter? Hallo? Lol, okay. So, wie, ah! Ah, ich verstehe. Der Baum hat eingebaute Fächer. Wie praktisch. Oh, okay. Und auf geht's wieder zurück. Ja! Oder auch nein! Also ich. Hallo, war ich hier. Kann ich jetzt hier wieder zurücklaufen? Wie das? Ist jetzt das Fenster da wieder offen? Oder bin ich einfach nur verwirrt? Also, jetzt nichts Neues, dass ich verwirrt wäre. Sind wir mal ehrlich. Also, erschreck mich doch nicht so, dass du jetzt auf einmal wieder hinfällst. Aber. Okay, wir sind weg. Maybe ich bin weg. Kann ich bitte wieder hier zurück in die. Okay. Babys ja, zweijährige nein. Dreck schwimmen, ich weiß. Also. Let's not dwell here for too long. Ich würde ja die ganze Zeit F drücken. Ja, ich würde auch die ganze Zeit mit Teddy kuscheln wollen, wenn wir dadurch nicht so langsam wären. Aber Teddy umarmen, da sagst du was. Ich hole mal Teddy kurz raus. Guck mal, hier ist Teddy. Aber ich kann da nicht sprinten, das ist immer so nervig. Den Teddy wieder einpacken. Okay. Also sie trinkt, warte mal, geht es noch weiter? Sie holt Wasser aus dem Brunnen. Das ist aber geil gemacht irgendwie. Sie holt jetzt Wasser, zack, aus dem Brunnen. Sie trinkt den ganzen Eimer. Ist auf Mallorca, Eimer saufen. Und dann erstmal ab ins Wasser. Okay. Und weg ist. Gut. Mal Urlaub. Kann man machen. Muss man nicht machen. Hier könnte ich jetzt auch noch überall reinschauen. Will ich das? Das sind mir zu viele Optionen. Hol mal Teddy raus. Dann lass uns mal gucken, was Teddy uns hier. Selbst wenn ich kletter. Mach doch nicht so. Wenn ich kletter, dann soll er bitte Teddy draußen lassen. Okay. Ich bin auch ehrlich, ich habe noch gar nicht so oft, also eigentlich fast gar nicht, bis auf am Anfang, Q und E gedrückt, damit ich hier so um die Ecken sneaky gucken könnte. Nutze ich gar nicht. Ich weiß, es waren jetzt gerade nur Stiefel. Aber es hatte seinen Effekt. Es war nicht so das. Okay, cool. Okay. Hallo. Hallo. Bitte lassen Sie los, Mr. Stuhl. Danke. Wo muss ich. Achso, muss ich vielleicht auf den Tisch klettern? Warte mal kurz. Geht das? Ja, muss ich hier hoch? Nope. Aber da sitzt. Warte mal. Muss ich doch zum Bett? Um dann. Nope.
Okay, wie wäre es, wenn wir den einfach dann mitnehmen? Hallo? Sag mal. Hä? Kann ich den mitnehmen? Ja, okay. Ich gehe mal davon aus, ich muss diese Tür hier öffnen, oder? Okay. Ich hab's mir wieder komplizierter gemacht als gedacht. So, den kann ich doch jetzt bestimmt nicht mitnehmen. Ich drück mal F. Mami. Auf Mallorca Urlaub. Der ging's nicht so gut mehr. Oh. Das war ein Eimer zu viel. Also, dass der auch immer. Also, auch wenn ich eine Interaktion mache, verliere ich Teddy? Ist euer Ernst? Ich will Teddy nicht verlieren. Lass ihn doch einfach mir in den Händen. Ja, jetzt kommen wir. Jetzt. Jetzt wird's interessant. Ach du meine Güte. Ja. Ja. Als ob. Ja. Und da ist ein Puzzleteil drin. Ja. Aber das Gute ist, wir können ja direkt kurbeln. Ist ja wie. Das ist aber. Nächstes Mal doch vielleicht. Nächstes Mal vielleicht doch mit Controller oder so. So, kann ich jetzt wieder zurück? Warte mal, hier glänzt was. Is this a key? Achso, das kann ich jetzt nicht. Okay. Ich dachte, das wäre auch gleichzeitig mein Dings zum. Für den Ofen. Was ist denn jetzt hier los? Ich bin weg. Irgendwie geht's dem Kleinen nicht gut. Was war das für eine Hand? Achso, das ist unsere eigene. Oh Gott! Ich hab mich vor unserer eigenen Hand erschrocken. Wir haben doch jetzt das letzte Puzzleteil haben wir doch jetzt, oder? Ich wollte gerade sagen, könnten wir nicht einfach wieder zurückgehen, aber nein, können wir natürlich nicht. Weil wir brauchen jetzt erstmal wieder ein Viereck für ein Schloss. So ein Viereckschlüssel. Kennt man. Nutze ich zu Hause auch. Viereckschlüssel. Wo finde ich den denn jetzt? Oh Gott, das ist ja. Also, nie mal riesig. Für so ein zweijähriges Kind. Hör doch mal auf, sowas zu machen. Okay, gibt es hier hinten noch eine Möglichkeit weiterzukommen? Nope. Okay, dann gehen wir in dieses wunderschöne Haus am See. Und schauen uns das einfach mal genauer an. Ja, einfach mal Bretter wegschmeißen. Brauchen wir nicht mehr, Bretter. Alle weg. Ach, guck mal, da oben bammelt der wunderbare Schlüssel. Hä? Okay. Lass mich raten, ich muss jetzt hier reinklettern. Um. Hat's da gerade geklopft? Okay, ich muss nicht da reinklettern, um das Fest. Hinzukriegen.
Nee. Lol. Okay. Benny, du bist manchmal richtig blind. Einfach nur blind. Ja, das Klopfen hört er wenigstens auf, das finde ich gut. Teddy! Ich hab Teddy in der Hand. Okay. Ist sie weg? Ja, okay. Cool, 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 cool. Mami oder die Erinnerungsmami ist erstmal weg. Vielleicht auch besser. So, jetzt gehen wir unseren viereckigen Schlüssel, unseren grünen, da einsetzen, damit wir wieder zurückkommen. Damit wir das letzte Puzzleteil einsetzen können, um dann... Jo, leck mich! Sind definitiv safe. Ja. Das, ja. Okay, also, das scheint nicht Mami zu sein. Ist eine Vermutung. Meinerseits. Und sie ist schon wieder auf dem Weg hierher. Warum? Mami, lass mich in Ruhe. Also, ich will das nicht. Also, wir wissen ja auch gar nicht, ob das Mami ist oder ob das die böse Tante ist oder so. Auf jeden Fall geht's ja nicht gut. Die hat so viel Eimersaufen gemacht, Sangria und so. Das war nicht gut für sie. Nochmal das Bild mit Mami und Eimersaufen und dann kommen wir jetzt wieder zurück, ne? Ja! Nice! Okay, wir können jetzt das letzte Puzzlestückchen einsetzen. Ohne geht es einfach eine Runde weiter. Mit der neuen Memory. Flupp! Ohne können wir Level 3 öffnen. Also, glaube ich. Oh Gott, warte mal, das Bild hat sich auch verändert. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet. Wir gehen nochmal kurz zurück. Weil natürlich alles mitbekommen. Okay. Büchlein mit Mami und Töchterlein. Mit einer Puppe. Oh Gott, Mami ist weg und wurde ersetzt durch einen Baum. Gut, sie liest jetzt alleine ihr Buch. Eieiei. Da. Uiuiuiui. Das macht aber auch Geräusche. Das sieht sehr nach Hide and Seek aus. Uiuiuiui. Was war das? Was ist das? Okay, wir machen jetzt den Crabble Simulator. Und crabbeln jetzt hier durch die... Mach doch, ist mir egal. Ich kann mich hier verstecken. Wer bist du denn? Nicht nur, dass du unfassbar laut bist. Meine Fräse. Bist du weg? Also Chat, falls das zu laut sein sollte, sagt Bescheid, ne? Dann mache ich das für euch ein bisschen leiser. Aber auch nur, wenn ihr es wollt. Ja,
Ja, und ich komme nicht dran vorbei. Ja. Logisch. Ein Sumpfschlafmonster. So, wir machen mal hier ein bisschen Hide and Seek. Hide and... Jetzt mal ein bisschen so im Gebüsch. Okay, durch das Wasser können wir nicht. Das wissen wir ja schon. Hier kann ich nicht durch. Das ist, das könnte ein Problem werden für mich. Oder auch nicht. So, jetzt ist nur die Frage, muss ich jetzt hier einfach nur irgendwo hinkrabbeln? Also einfach auf die andere Seite? Ist das gewünscht? Kann ich jetzt das... Nee, kann ich nicht. Kann ich hier... Okay, wir könnten auch einfach das Brett nehmen und einfach hier drüber jumpen. Meine Güte, ey, da macht manchmal das aber auch wieder komplizierter als es. So, hier sind irgendwelche Hinweise mit Mutti und oder Monster. I don't know. Ah, nee, na, Sound passt. Okay, Sound passt, finde ich gut. Cool. Hätte ja nur sein können, dass es eventuell zu laut ist. Aber. Easy. Warum? Werden wir verfolgt? Nee, oder? Nee, safe nicht. Safe lässt er uns in Ruhe. Wir haben hier noch ein schönes Bildchen. Nehmen wir mit. Hey! Okay. Cool. Er ist weg, ne? Ja. Kannst du bitte den... Okay. Next memory. Oh, Gott. Next memory. It's your book. Listen. Puh. Oh, come on. I'm thirsty. Thirsty? The rabbit cried and cried. She cried so much that her tears filled the bottom of the well. Okay. Also haben wir jetzt die dritte Erinnerung von Mami gefunden. Und können das Ganze dann wieder... im Dingekommens einsetzen, ne, im Ofen. Und starten damit, glaube ich, dann Level 3. Und dann gibt es, glaube ich, nur noch... Wenn ich jetzt dem soweit glauben soll, gibt es da anscheinend nur... We're back! Vier Level oder so. Teddy! ja. Oder es kommt noch ein Final Chapter. I don't know. So, wir gucken jetzt erstmal, wir lösen ja natürlich... What? She seemed so sad and desperate. Achso, okay, in der Erinnerung. Okay, verstehe. It's going to be so nice when we're through with all this and we can play together all the time. Ich weiß nicht, inwieweit ich dem Teddy wirklich glauben soll. Also, ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch. Good. Another one. Gott, was war das? Und flup. Listen. They are getting very close to her. I can feel it. Oh, she must be so worried about you. Jawohl. Und warum stecke ich in dieser Situation, Teddy? Hast du dich da schon mal gefragt? Ist ja nicht so, als ob ich einfach gesagt habe, ich will nicht in den Schrank. Nein, Teddy, lass uns an einen dunklen Ort gehen. Schön.